So haben wir Kairo in Erinnerung. Vor einem Jahr haben wir mitgelitten, mitgebankt und gehofft auf eine demokratische Zukunft für Ägypten. Und heute? So haben wir den Tahrirplatz am Freitag vorgefunden. In den Zelten schlafen Obdachlose. So sieht die Revolution heute aus. Und wo sind die Helden von damals? Die Twitterer, Facebooker, YouTuber? Wir haben sie gesucht. Shahira ist eine von ihnen. Sie hat sich zurückgezogen, dokumentiert die Leidensgeschichte von Opfern des Militärregimes, die nach der Revolution in den Gefängnissen vergessen wurden. Ali wurde vor 4 Monaten verhaftet. Er hatte nicht einmal demonstriert. Er stand nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ihnen gibt sie eine Stimme. Jemand wie er dürfte niemals im staatlichen Fernsehen oder in ähnlich wichtigen Medien auftreten und über Folter durch das Militär sprechen oder über die Menschenrechtsverletzungen, die die Armee Tag für Tag begeht. Das Militär in Ägypten ist nicht wie die Mubarak-Familie von der Bildfläche verschwunden. Die Generäle dominieren nach wie vor Staatsfernsehen, Wirtschaft und Justiz. Die Revoluzzer von damals werden überrollt von neuen Gesichtern. Gesichter, mit denen sie sich nur schwer oder überhaupt nicht identifizieren können. Ich will keine Stütze für diese Scheindemokratie sein, die sie uns vorgaukeln. Wir werden weiter Widerstand leisten, aber von außerhalb des Systems. Sie wollen die Wahlen ja deswegen, um die Menschen so in ihr System integrieren zu können. Into the system. Und das sind die momentanen Gewinner der Revolution, die Muslimbrüder. Omar ist einer von ihnen. Er kümmert sich um die Jugendarbeit bei den Brüdern. Er verspricht sich viel von der kommenden Wahl. Es ist toll. Wir haben die Freiheit, unseren Präsidenten zu wählen. Das hat es bei uns seit 60 Jahren nicht mehr gegeben. Millionen konnten die Muslimbrüder im Laufe der Jahre rekrutieren. Ihr Präsidentschaftskandidat wird gefeiert wie ein Popstar. Die Muslimbrüder bauten über Jahre hinweg ein soziales Netzwerk auf, während andere sich im Social Web aufhielten. Es gibt 1000 Ägypter auf Twitter. Das ist nicht die Revolution. Die echte Revolution sind 10 Millionen, die auf die Straße gegangen sind. Und sie hat nicht erst am 25. Januar angefangen, sondern schon vor 30 Jahren. Die Revoluzzer haben viele Opfer gebracht, viele Freunde auf der Straße verloren. Hat es sich gelohnt? I feel very tired. Ich bin total erschöpft. Wir machen das jetzt seit 1,5 Jahren, immer mit dem Gefühl, es gibt da nur ein gewisses Zeitfenster und wir müssen weiterarbeiten, bevor sich das schließt. Das Fenster könnte sich schnell schließen. Morgen wählt Ägypten und keiner weiß, wer danach die Fäden zieht.